Dün, 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 dün. Oh, das sieht schon mehr aus wie Restaurant hier. Oder Restaurant. Restaurant. Alles blitzeblank, oder? Redebedarf. Das ist schon wieder der Start. Oh, hier kann ich mich ja auch. Umkleideraum. Ach so, da kann ich, bin ich wieder ja am Anfang. Da kann ich wieder. Nee, nee, nee. Ich sehe so wunderbar aus. Bleibt ja wohl so. Die ganzen Kartons sind weg. Alles eingerichtet. Tische sehen gut aus. Okay. Kasim, gute Arbeit. Guter Mann. Ich habe gerade die Tafel angebracht. Macht sie sich nicht gut? Dort kündigen wir an, welche Gerichte die Gäste bestellen können. Und was steht für heute Abend auf der Karte? Komm zu mir ins Lager, wenn du dich entschieden hast. Ändere die Tageskarte auf der Tafel. Okay, dafür ist die Tafel da. Eine Karte festlegen. An der Tafel wählst du die Gerichte für die Abend, für den Abend. Deine Gäste können die hier gezeigten Gerichte bestellen. Das Tagesgericht wird häufiger bestellt als die anderen Gerichte. Ja, macht irgendwie Sinn. Abhängig von den gewählten Gerichten entwickelt sich deine Karte und kann bestimmte Identität annehmen. Meine Karte kann eine Identität annehmen. Okay. Mit steigender Erfahrung werden deine Gerichte immer anspruchsvoller. Setzt du komplexe Gerichte auf die Karte, erhöht dies das Prestige deines Restaurants. Die Gerichte auf der Karte bestimmen, welche Zutaten für die Abendschicht benötigst. Welche Zutaten ich. Ja. Sicher. Tagesgericht, das ist das obere. Was ist unser Tagesgericht? Seezunge, Rindfleisch mit Kartoffeln oder Plätzchen. Also das sind keine Kartoffeln, das sind Pommes. Rindfleisch mit Pommes. Das ist ein Steak mit Schalotten und hausgemachten Pommes. Also das wäre für mich ja schon mal das Highlight des Abends, würde ich sagen, oder? Und dann, ja, Seezunge. Muss ich das machen? So einen Salat möchte ich gar nicht haben. Ja, mehr habe ich nicht. Kann ich das auch weglassen? Ersetzen? Nee. Schließen. Und was einmal drauf ist, kann nicht mehr raus, oder was? Steak mit Schalotten und hausgemachten Pommes, Seezunge und Capres. Okay. Da ist Kasim wieder. Willkommen im Lager. Hier bestellst du Zutaten. Alles bleibt in den Kühlschränken, bis wir es in die Küchenregale bringen. Sieh dich in Ruhe um, aber vergiss nicht, eine Bestellung einzugeben. Ohne Zutaten können wir nicht kochen. Macht Sinn. Ruf den Markt an. Beim Telefon. Aber was ist jetzt hier mit Zutaten? Lagerverwaltung. Bedarf für die Karte. Gäste-Multiplikator. Gesamt. Okay, das sind Sachen, die ich brauche irgendwie. Muss ich. Okay, komm. Das ist der Markt. Hier kannst du bei Anbietern frische Zutaten bestellen. Jedes Feld steht für einen anderen Anbieter. Schau dir ihre Angebote an und lege die gemischten Zutaten in deinen Warenkorb. Achso, da steht auch, wie viel ich brauche. Okay. Und wie viel ich auf Lager habe ich gar nichts. Hier kannst du anschauen, welche Zutaten du für die Abendschicht benötigst. Was du brauchst, hängt davon ab, welche Gerichte du auf die Karte setzt. Achte darauf, dass du alle benötigten Punkte im Warenkorb hast, bevor du deine Bestellung aufgibst. Okay. Speedmarkt. Qualität einfach, Herkunft international. Supermarket. Qualität einfach, international. Rabatt minus 25% bei mehr als 5 Einheiten. Aha. Aber ist da ein Unterschied von der Qualität? Es ist ja das gleiche. Einfach, ein Stern.
einfach nationale Herkunft. Einfach regional. Regional ist das Beste, Leute. Man muss immer regional kaufen, am besten. Aber das kostet jetzt vier Dinger. Da kostet es nur drei Dinger pro Einheit. Und da oben nur zwei. Also kostet ja das Doppelte hier unten, ne? Ach, egal. Und ich verstehe. Vier davon. Drei davon. Zwei davon. Drei davon. Bestellung aufgeben. Du hast die Zutaten ausgewählt, die du für die Abendschicht brauchst. Du kannst die Bestellung aufgeben, sobald du die Rechnung geprüft hast. Auf der Rechnung siehst du sämtliche Details deiner Bestellung. Bedenke, dass dein Verantwortungsbewusstsein von der Herkunft der Zutaten beeinflusst wird, die du kaufst. Ja, also ich habe ja ein gutes Bewusstsein hier. Und vergiss nicht, deine Bestellung aufzugeben, bevor du den Markt verlässt. Okay, okay. Und jetzt? Bezahlen. Menge 12. Gesamtpreis 48. Verantwortungsbewusstsein 60. Hä? Verstehe ich noch nicht ganz. Ich bezahle. Was ist hier wieder los? Prima, die Lieferung ist unterwegs. In der Zwischenzeit kannst du den Gastraum den letzten Schliff verpassen. Starte den Gestaltungsmodus. Okay, wann kommt das? Achso, hier wird angezeigt. Ah, Essen kommt. Essen ist unterwegs. Essen kommt. Gestaltungsmodus aktivieren. Es kommt, man springt hier von einem zum anderen. Man kann keins so richtig abschließen. Das ist verwirrend. Verwirrend. Ich bin überfordert. Um in den Gestaltungsmodus zu wechseln, nutze eine der Renovierungsstationen in deinem Restaurant. Zwei. Eine am Eingang zum Lager und eine neben deinem Büro. Im Gestaltungsmodus kannst du jede Arbeitsstation versetzen. Außerdem kannst du neue einbauen, falls du besitzt. Du kannst eine Arbeitsstation mehr als einmal haben. Okay. Eine Arbeitsstation ändern. Durch Interagieren mit der Arbeitsstation im Gestaltungsmodus öffnest du den Katalog und bla. Damit der Aufbau der Küche gültig ist, muss für die Gerichte auf der Karte nötige Arbeitsstation mindestens einmal vorhanden sein. Klingt sinnvoll. Füge deiner Küche einen zweiten Herd hinzu. Neben den ersten Herd. Anpassen. Herd. Ja. Warum kann ich das nicht auswählen? Ich will noch eine Fritteuse hier haben. Ne, okay. Herd. Aus. Verlassen. Okay, ja, okay. Geht. Geht. Krieg ich hin. Begib dich in den Gastraum. Den Gastraum dekorieren. Ambiente in den Gastraum. Manche Dekorationen haben ein... Boah, irgendwann hat man auch keine Lust mehr zu lesen. Kennt ihr das? Ich hab irgendwann platzt einer Kragen. Ich bin doch hier kein Leseonkel. Wie viel muss ich denn hier noch? Du hast auch Zugang zu einem Katalog für die Küche und den Gastraum. Kaufe mit dem Geld, das du abends verdienst, neue Dekorationen. So kannst du das Restaurant nach deinem Geschmack verändern. Mhm. Ich habe noch nichts verdient. Ich habe bis jetzt nur Geld ausgegeben. Was soll ich denn hier machen? Anpassen. It's Max. I'll just put your order in the storeroom. Max ist da. Das habe ich verstanden. Ja, weiß. Tische. Ja, rund ist schon gut. Platz decken. Warte, ich habe ja diese schwarzen Teller. Sind das die Teller, die da sind? Wahrscheinlich. Ja, eine helle Decke, oder? Oder eine schwarze. Passend zu den Tellern. Ach, warte, das ist hier dieses, so ein Geflechtzeug, ne? Will ich nicht. Lieber eine glatte. Lässt sich leichter abwischen. So, und weiße Tischdecke. Prestige-Leinen-Tischläufer. Hä? Da sehe ich gar nichts.
Achso, in der Mitte ist da nur so ein bisschen. Aber da steht Prestige. Prestige ist gut. Dann nehmen wir das. Was haben wir hier noch? Farbiges Besteck, Edelstahlbesteck, Besteck. Farbiges Besteck. Da ist halt noch eine Serviette auf dem Teller, oder nicht? Das ist der Unterschied. Ne, die Teller sind ein bisschen anders. X, überall anwenden. Voilà. So, habe ich das nicht toll gemacht? So, mit Max sprechen. Ich bin jetzt schon hier. Was ist das für ein Stress? Das soll mich entspannen. Das soll mich hier nicht stressen. Sprich mit Max. Hallo Max. Gut siehst du aus. Naja. Geht so. Hier ist Ihre erste Lieferung. Ich habe schon alles in die Kühlschränke gepackt. Sie brauchen sich also nicht drum zu kümmern. Das ist gut. Warum nervst du mich dann? Übrigens nimmt die Qualität von Zutaten ab, wenn man sie zu lange im Lager lässt. Achten Sie also darauf. Und Sie haben ein Verfallsdatum. Ich habe gerade die Betonung komplett falsch gemacht, weil ich dachte, da kommt noch was. Aber ist schon wieder gut. Sie haben ein Verfallsdatum. Denken Sie daran, wenn Sie wollen, denn Sie wollen Ihren Gästen ja immer frische Gerichte servieren. Na sicher will ich das. Und nur das Beste vom Besten. Oh, und ich habe Kasims Nachricht erhalten. Danke für die Einladung. Bis bald. Ja, Kasim mag dich wahrscheinlich. Max. Nimm die Kiste. Das meine ich. Ich werde wieder von einem zum anderen geschickt. Nimm die Kiste. Ich kann hier gar nichts in Ruhe zu Ende bringen, weil immer fängt hier gerade irgendwas Neues an. Ich weiß gar nicht, wie viele offene Baustellen ich gerade habe. Ich muss hier. Hinzufügen. 1 von 3, 2 von 3, 3 von 3. Ja, mehr ist auch nicht drin. Okay. Mehr ist auch. Oh. Hä? Achso, kann ich auch wieder zurückpacken. Okay. Muss ich das verstehen? Und jetzt? Hol die Zutaten für den Tag und befülle deine Regale. Kühlschränke auffüllen. Oha. Guck mal, wie viel Fleisch da war. Alles voll. Weißt du noch, was wir immer in der Kochschule zu hören bekamen? Gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit der neuen Lieferung kannst du anfangen, alles für die Generalprobe heute Abend vorzubereiten. Max und ich werden uns wieder wie echte Gäste verhalten. Denk also dran, ein paar Sachen vorzubereiten. Genau wie an einem normalen Tag. Koche Essen vor. Schneide Tomaten. Schneide geschnittene Mozzarella. Schneide geschnittene Mozzarella, ja. Schneide gehackte Schalotten. Schneide Pommes. Bereite melierte Seezunge vor. Boah. Kann ich nicht mal eine kurze Pause machen? Meine Herren. So, das ist eine kurze Pause. Oh, meine Herren. Ich muss mal ganz kurz. Sorry, ich muss einmal kurz runterkommen hier. Ich bin. Du bist ja von einem Ding zum nächsten gejagt. Du kommst ja gar nicht zur Ruhe hier. Ich bin voll gestresst. Ich glaube, das halte ich nicht lange aus, das Spiel. Da bist du bekloppt. Man kommt ja hier gar nicht. Na gut, aber ich meine, wirklich schlimm ist es jetzt nicht. Schneide Tomatenscheiben. Okay, komm, das ist ja nichts Schlimmes. Tomaten. Was war das noch? Pommes. Pommes waren da noch. Ja, gehackte Schalotten. Jetzt ist nichts markiert hier. Das ist Schalotten. Warte mal, das Bohnen? Bohnen muss ich nicht schneiden. Basilikum auch nicht. Hier war noch was. Mozzarella. Balsamico. Mehl. Mehl, ne? Mehl.
Ich meine, Mehl brauche ich auch. Noch irgendwas? Melierte Seezunge. Genau, Seezunge. Ne, das Rindfleisch. Hier ist alles voll mit allen möglichen verschiedenen Fleisch. Warum ist denn nur Rindfleisch da? Das ist doch verwirrend. Hier, guckt euch mal an, was ich hier an... Da ist nur ein Fisch drin. Guckt euch mal an, was da alles drin ist. Da unten sind doch schon zwei Fische. Und Muscheln und weiß was ich, was nicht alles. Okay. Ich mach das hier. Easy. So. Aha. Habe ich schon mal gemacht. So, und dann Tomate, Kartoffel, Schalotte und ich kann nur drei machen. Ja. Anfangen. Zack, zack, zack. Und auch zack, zack, zack. Malte, das geht schnell. Das ist Randale. Nehmen, nehmen, nehmen. Ja, Mozzarella noch. Den muss ich auch noch. Nehmen. Gut. Und jetzt hier. Melierte Seezunge. Das ist zack und zack. Am Anfang. Okay, okay. Und Tomaten, Mozzarella und Balsamico. Da fehlt mir diese Soße, ne? Da habe ich nur Mozzarella und Tomaten. Lege geschnittene Mozzarella in den Kühlschrank, Pommes in den Kühlschrank. Achso, warte, denn. Achso, ich muss ja nur vorbereiten jetzt, ne? Das ist ja nur Vorbereitung. Kühlschrank. Aber. Ah, hier hinten. Hier? Jawohl. Mhm. Bereite gekochte grüne Bohnen auf dem Herd zu. Oh, jetzt geht das wieder los. Grüne Bohnen, da brauche ich grüne Bohnen. Einmal Bohnen bitte. Wie ein Profi. Ich laufe direkt drauf zu. Hab's gleich. Grüne Bohnen auf dem Herd zubereiten. Da war doch was. Keine passenden Rezepte. Was war denn das? Da war doch was. Wasser. Ja. Ich bin ein Profi. Läuft. Grüne Bohnen. Stromversorgung an. Warte, da oben. Da ist jetzt das Symbol. Erst muss das Wasser kochen. So, das Wasser kocht. Anfang. Meisterkoch. Ich wäre froh, wenn ich... Also ich hätte mal so eine Ausbildung machen sollen. Das wäre, glaube ich, was für mich gewesen. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Würzen. Koch soll ja sehr stressig sein. Es fehlt viel... Ich habe kein Salz. Ich habe keine Gewürze. Oh, warte, und das geht so schnell. Viel Salz. Also einmal, zweimal. Perfekt. Ja, ist es, sagt er, ja. Hört man oft. Ich finde, das Spiel ist auch schon ziemlich stressig. Das lässt einen irgendwie keine Ruhe. Man wird gleich hier hin und her gehetzt, von einem zum anderen.
Und ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Irgendwie fühle ich mich gerade so sehr unsicher mit dem, was ich hier tue. Nimm den Topf mit den gekochten grünen Bohnen. Nimm. Stell den Topf auf die Warmhalteplatte. Ach, das ist das Ding hier, ne? Platzieren. Okay. Redebedarf. Kassim, was willst du? Warum stehst du hier so rum? Kannst du nicht auch was machen? Der steht die ganze Zeit nur rum und gibt mir immer nur Befehle, was ich machen soll. Aber die sagen, ich bin der Chef. Das ist irgendwie verwirrend. Du machst das prima. Siehst du, so redet doch. Das ist doch. Na, wir werden Max was bieten können. Warum ist der eigentlich so an Max interessiert? Was hat er vor? Du kümmerst dich um die Küche. Ich begrüße sie und nehme ihre Bestellung auf. Ja, das klingt fair. Das klingt fair. Ich mache hier die ganze Arbeit. Und er... Na ja. Du hast gerade eine Schicht gestartet. Normalerweise nimmt deine Bedienung die Bestellung der Gäste auf. Da dies aber nur ein Probelauf ist, geben dir Kassim und Max ihre Bestellung direkt. Mhm. Haben sich die Tische entschieden, werden die Bestellungen oben auf dem Bildschirm angezeigt. Um dir die Arbeit zu erleichtern, werden die Rezepte aller Gerichte, die auf der Karte stehen, zu Beginn der Schicht automatisch angeheftet. Mhm. Vergiss nicht, dass du Essen, das du zuvor auf der Warmhalteplatte und im Kühlschrank platziert hast, weiterhin nutzen kannst. Ja, das, sonst hätte ich das ja auch nicht vorbereiten müssen. Okay. Ja. Es ist eine Bestellung eingegangen. Oh Gott. Müssen die Gäste an einem Tisch zu lange warten, werden sie ungeduldig, was sich negativ auf die Bewertung der Schicht auswirkt. Bedienst du deine Gäste besonders schnell, wirkt sich das dagegen positiv aus. Ja, das ist auch verständlich. Das ist der Motivator, Kappa, sagt er. Mit einem zweiten eingebauten Herd kannst du zwei Essen gleichzeitig zubereiten. Jetzt fängt das hier so an. Das ist eine gute Möglichkeit, während der Schicht Zeit zu sparen. Alles klar. Easy. Ihr wollt so einen Salat haben und einen Fisch. Ich nenne das Zeug jetzt Salat. Ich mach den Fisch. Warte, die grünen Bohnen haben wir. Die Seezunge hatte ich. Ich hatte was Meliertes hier. Ich hatte hier was. Also, melierte Seezunge brauche ich. Mozzarella. Tomaten. Pommes nicht. Das war für Steak. Das war beides für Steak. Eine Pfanne. Warte, warum habe ich da das Steak gerichtet? Ich muss doch Fisch machen. Hier. Grüne Bohnen habe ich. Und jetzt diesen Fisch habe ich schon, diesen melierten. Ich brauche noch Zutaten. Grüne Bohnen werden mir grün angezeigt, aber ich habe die doch. Hier. Mehl, das und das. Ja. Ich glaube, ich habe sonst alles. Hier, Fisch und Öl. Geht das auch schneller? So, volle Hitze. Gib Gummi. Warte, jetzt ist die Butter gleich, ne? Wenn er bei der 1 ist, oder? Ja. Sieht gut aus. Warte, umwenden war hier nicht. Und Gewürze gibt es hier auch nicht. Okay. Ich ziehe das so durch. Mir egal. Brate. Schneller. Fast alles Zeit und Geld hier. Die Gäste warten. So, nehmen. Und Bohnen. Ach ja, warte, dann muss ich das jetzt. Bohnen brauche ich auch. Die grüne Bohnen. Warte, Leute, habt Geduld. Ich komme hier mit Essen. So und so. Anfangen. Läuft. Einmal perfekt zubereitetes Fisch mit Bohne.
Und mal wunderschönes Gericht. Technische Ausführung A. Qualität der Zutaten, warum ist das nur ein? Aber na egal. Gericht servieren, X. Ding. Und jetzt noch diesen Salat. Alter Salat. Da. Ach, da brauche ich dieses Soßenzeug. Dieses Symbol gibt an, wie der Gast das Fleisch gegart haben möchte. Erhitze das Fleisch nach Bedarf länger oder kürzer. Das ist wieder, ich bin hier gerade beim Salat. Der erzählt mir was über Fleisch. Das ist die zweite Bestellung. Ich brauche diese Soße. Warte, Salat. Ach ja, das war mit diesem... Oh Gott. Wie mache ich denn die Soße? Was brauchte ich denn dafür nochmal? Ich weiß es nicht. Balsamico? Ja, ist ein Balsamico-Zeug, ist das. Zucker? Und Mozzarella. Okay, komm, warte mal. Wir müssen die Bratpfanne sauber machen. Das kann ich. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich glaube, ich mache das hier gerade alles. Es geht hier alles im Dutt. Die Pfanne ist sauber. Aber ich brauche jetzt für die Soße den Topf erstmal hier, den kleinen. Zack. Herd. Einschalten. Balsamico und Zucker. Anfangen. Blub, blub, blub. Das ist richtig. Und hier ist jetzt... Hier muss ich umrühren. Immer mal wieder. Und wie ist das? Ich soll gleichzeitig jetzt noch hier ein Steak machen. Warte mal, ich kann auch nicht einfach so ein... Oh. Ja. Aber ich muss doch erst das Fleisch schneiden auch. Und ich glaube, der erste Gast ist ungeduldig hier mit dem. Oh nee, warte, ich darf nicht so schnell. Ich muss umrühren. Kann ich jetzt... Steak? Ich habe kein Steak, ich hatte nur Fisch gemacht, ne? Pommes und das habe ich, ja. Das heißt, ich muss ja noch Fleisch machen. Bin ich da schnell genug geschnitten? Nee, ne? Und wir rühren nochmal um. Ich mache einfach weiter, eins nach dem anderen. Ist mir egal. Hauptsache das Brett nicht an. Und die warten sich, die stehen sich da die Beine im Bauch. Naja. Haben die selber Schuld? Ist halt der erste Tag. Das geht hier alles nicht so schnell. Hab Geduld da hinten. So, warte jetzt hier gleich. So. Und dann einmal sauber machen. So. Und Schnitten. Ich glaube hier, ne? Ja. Ich hab's auch drauf. Mal so. Einmal so. Einmal so. Und ich dachte, ich muss es noch würzen. Okay. Kann zu gehen. Alles gut so. So. Und einmal hier. Zack. Ach, das Grünzeug fehlt noch. Das Grünzeug. Das muss ja hier sein. Jawohl. Das hier, ne?
Alle sind böse auf mich hier. Komm. Meine Gäste werden sauer. Ist auch wieder perfekt. Richtig schönes. Also ich würde das essen. Naja, ich würde es nicht essen, aber. Gericht servieren. Zack. Siehst du, ging noch fast schnell. Und jetzt ein Steak. Mit Pommes. Achso, warte, das Fleisch spielt noch hier. Nehmen. So, anfangen. Ich krieg das alles hin. Einmal Steak. Und dann muss ich das noch. Nee, das war Fisch. Das war der Fisch. Steak einfach braten, ne? Einfach braten hier. Anmachen. Erstmal heiß werden lassen. Das wird hier perfekt, wird das hier. So, und jetzt anfangen. Würzen. Also ich habe gar kein. Oh. Was brauche ich denn hier? Salz und Pfeffer. Warte, das kriegen wir hin. Das kriegen wir. Ja, Salz und ist so logisch. Für ein Steak. Da macht man Salz und Pfeffer ran. Aber ich glaube, Salz macht man erst zum Schluss ran, oder? Und Pfeffer auch. Wenn ich mich recht entsinne. Also. So viel wie ich weiß, macht man das zum Schluss ran. Aber die eine Seite ist doch schon braun. Dann kann man doch jetzt hier wenden. Das muss man wenden. Zack. Warte, warte, warte. Es geht nicht weiter. Irgendwas. Ups. Deswegen geht's nicht weiter. Ich habe die Würfel da nicht reingepackt. Komm, ich würze jetzt noch. Nicht genug Salz, nicht genug Pfeffer. So. Perfekt. Natürlich ist es perfekt. Könnte da auch was anderes passieren? Bereit. Nehme Steak mit Schalotten. Und Pommes brauche ich noch. Einmal heiß machen. Ist das schlimm, wenn man die vorher reinschmeißt? Jetzt heiß. Warte, dann kann ich hier nebenbei abwaschen. Ne? Nicht, dass hier der Schmutz rumsteht. Da muss man immer drauf achten. Die Küche muss immer blitzeblank sauber sein. Sonst geht das in die Hose. Und schön wieder wegpacken. Guck mal, jetzt sind die auch fertig hier. Ach, guck mal, die kann ich hier auch nehmen einfach. So. Und anrichten. Ach hier. Anfangen. Es ist alles noch ungewohnt. Die Steuerung ist ungewohnt. Das. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Aber guckt euch den Teller an. A plus. Leute, A plus ist das. Gericht servieren. Uah. Ja, dann muss ich mich gleich erstmal strecken hier. Ich hab's geschafft. Naja. Könnte besser gehen, oder? Weiter. So, definitiv ein Lokal, das man im Auge behalten sollte. Finde ich auch. Ausgezeichnete Zubereitung, hochwertige Zutaten. Wir haben lange gewartet, bevor wir bedient wurden. Naja. Gut Ding will gut Weile haben. Ja, ich bin ja hier nun kein Schnellrestaurant. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier war. Ausgezeichnet zubereitet, hochwertige Zutaten, nicht wie bestellt zubereitet. Wieso nicht wie bestellt? Ist doch alles wunderbar. Ausgezeichnet zubereitet, sagt er noch. I'm confused.
Danke für das Essen. Es war ein einfaches Gericht, aber es hat super geschmeckt. Die Gäste werden sicher Schlange stehen. Meine ich auch. Eine wirklich gute Generalprobe. Das macht mich sehr zuversichtlich für die Eröffnung. Jetzt, da unser Gast gegangen ist, wird es Zeit, die Küche aufzuräumen. Das ist das Abendritual. Ich muss mich vor der Eröffnung noch um ein paar Dinge kümmern. Er verpisst sich. Das war wieder klar. Daher überlasse ich es dir. Habt ihr das Grinsen in seinem Gesicht gerade gesehen? Morgen ist der große Tag. Wir sehen uns dann mittags hier. Ruh dich vorher aus. Gute Nacht. Nach dem Ende einer Schicht kannst du direkt zum nächsten Tag springen. Alles klar. Ja, guck mal, die wollen aber auch nicht wirklich gehen, ne? War gut hier. Hat euch gefallen. Wunderbar. Zum nächsten Tag. Muss ich jetzt noch aufräumen oder nicht? Ich räume hier nichts auf. Ich mache hier gar nichts mehr. Klugst.